Also unsere App heißt ein Alpaca Labs. Alpaca Lab. Ja, Alpaca ist unsere Totemstier, also für ganze Jugendhack ist sie. Und okay. Also wir haben zwei Technologien benutzt. Erste, das war Android Studio, das ist ein Programm, wo kann man unterschiedliche Android-Apps programmieren mit normalerweise Programmsprache Java und war anderes, aber keine Ahnung, wie es heißt. Die andere Sprache war Kotlin. Was wir dieses Wochenende erreicht haben, war eine Android-Quiz-App zu erstellen mit Code. Per Java haben wir in der Android Studio App Aufgaben bewältigt, die wir bewältigen mussten, damit wir die App fertig machen konnten, und wir haben viel Spaß gehabt. Gelernt haben wir auch einiges, nämlich eine App zu programmieren, ein Icon für die App zu erstellen, zufällige Zahlen generieren zu lassen, Knöpfe zu erstellen und zu positionieren und mit Java zu programmieren. Was wir noch gemacht hätten, wären mehr Fragen für die App zu bekommen, Statistiken, also Anzahl von richtig und falsch beantworteten Fragen und Texte sowie auch Videos und viele Fächer mehr. Und einiges an mehr auch. Jetzt demonstrieren wir euch noch kurz die App. Also das ist die Startseite von dieser App. Kann man gut sehen, dass gibt es eine Quest-Start, Anstellungen, Statistik und eigene machen. Damit bedeutet, kann man selbst eine Quiz darstellen. Wenn man auf Quiz starten drückt, bekommt man Fachwählseite, wo kann man unterschiedliche Fächer wählen. So zum Beispiel wählen wir ein Mathe. Dann gibt es eine Frage, zum Beispiel was ist ein Null? Und wenn man auf eine von vier Antworten drückt, bekommt man gerade ein Feedback. Zum Beispiel drücken wir eine ungerade Zahl. Nee, das ist falsch. Danach kann man wieder auf Screen drücken und bekommt wieder Frage. Jetzt ist eine ganz andere Frage. Zum Beispiel, ist 2 mal 2 minus 1 gleich 3 hoch 2 minus 1? Ja, ist richtig. Ja, sie sind gleich. Okay. Das war die Demo. Und wir danken für Ihre Aufmerksamkeit und ja.